Moin Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal kurz mein Motorrad zeigen. Einmal kurz rumlaufen, ein bisschen was dazu erzählen, so hatte ich mir das vorgestellt. Nichts Wildes und da sehe ich auch schon einen ruhigen Parkplatz. Ah, scheiße, eine Schranke vor. Hier ist das ja auch alles Käse. Hier ist irgendwie ein Fest. Dann drehen wir mal wieder um, sonst halten die uns noch für bekloppt. Wenn ich dann mit der Kamera um mein Motorrad rumzulaufe. So. So. Mal gucken, ob wir noch ein ruhiges Plätzchen finden. Der Platz wäre ideal gewesen. Und direkt an der Hauptstraße, weiß ich auch nicht. Ich melde mich gleich mal wieder, wenn ich ein bisschen was gefunden habe. Bis gleich. So, ich glaube hier zwar immer noch an dieser blöden Straße, aber hier kann man sich so ein bisschen abseits hinstellen. Und oha, ah, steht aber gut. So, ich wechsle mal kurz aufs Handy und hoffe mal, dass es mit dem Ton funktioniert. Nee, das kannst du hier glaube ich vergessen. Ich habe die Befürchtung, dass die Autogeräusche so auf die Kamera drauf kommen, dass es stört oder man mich nicht versteht oder so. Deswegen müssen wir ein bisschen weiterfahren und ein bisschen abseits von der Straße kommen. Gar nicht so leicht im 21. Jahrhundert. So, dann wollen wir mal gucken, ob, jawohl, das sieht doch gut aus, ob man hier was finden kann. Wollte ich sagen. Aber hier, sowas habe ich gesucht. Nicht ganz so viele Leute, die einen für bescheuert erklären können. Hier. Ich glaube, das ist perfekt. So, dann hole ich mein Handy jetzt mal kurz raus und wechsle mal die Kamera. So. Da sind wir wieder und zwar filme ich das diesmal mit meinem Handy. Das ist jetzt der dritte Versuch, den ich mache und zwar war das erste Mal, habe ich das mit der GoPro, mit der Kamera quasi am Helm gefilmt. Das war eigentlich auch ganz gut, fand ich, nur man hat mich so atmen hören, das klang, als wenn ich Asthma im höchsten Grad habe. Von daher kommt man gar nicht und außerdem war das Ganze verwackelt wie Sau, dadurch, dass ich immer meinen Kopf bewegt habe. Das zweite Mal habe ich dann mit dem Handy direkt probiert. Da gefiel mir mein Gefasel nicht und nun mache ich das jetzt das dritte Mal. Nun gucke ich mal, was dabei rauskommt. Also ganz kurze Vorstellung von meinem Motorrad. Und zwar ist das die Honda NC750S. Die S ist die nackte Variante, wie hier zu sehen. Die gibt es in zwei Farben. Oder zwei Farbvarianten bei uns in Deutschland. Einmal in matt schwarz-silber, so wie hier, und einmal in glanzschwarz-rot. Das blende ich mal kurz ein. Dann gibt es die in anderen Ländern noch in einfarbigen Versionen. Ich glaube schwarz, weiß und rot. Ganz geil auch eigentlich, aber leider, wie gesagt, hier nicht erhältlich. Dann gibt es das Ganze noch als Adventure-Version. Das ist dann die NC750X. Das Foto kann ich auch mal kurz zeigen. Genauso wie den Integra. Dieser Roller ist es dann ja quasi. Dann diesen XADV, wovon ich schon mal gesprochen habe. Und diese Version halt. Alle Varianten kann man auch mit diesem DCT-Getriebe kriegen, teilweise nur mit dem Getriebe, so wie zum Beispiel diesen Roller-Version, diesen XADV oder halt der Integra, die kriegst du nur mit Automatik. Und die Adventure und die nackte Variante, so wie hier auch als Schalter. Ja, das Teil ist eigentlich wie für mich gemacht, kann man sagen.
Riesenvorteil an diesem Motorrad ist, ich glaube, das ist auch das einzige Motorrad, ich würde fast sagen, weltweit, ich weiß zumindest von keinem anderen, was ein Helmfach hat. Also diese NC-Familie hat hier, wie gesagt, dieses Helmfach. Da habe ich hier unten so einen Schlüssel. Ich mach mal scharf. Jawohl, da habe ich hier unten so einen Schlüssel. Das kann ich einmal nach rechts drehen. Dann springt mein Fach hier auf. Scharf machen. Danke. So, dann ist hier mein Fach drin. Ich glaube, 21 Liter gehen hier rein. Richtig geil. Und wenn ich den Schlüssel andersrum drehe, dann geht hier hinten meine Heckklappe auf, quasi meine Sitzbank. Und dann ist hier der Tank drunter. Und mehr halt auch nicht. Der ist hier quasi ganz geil drin versteckt. Das finde ich spitze. Ich möchte das Helmfach nicht mehr missen. Zum Beispiel heute. Gleich muss ich noch unterwegs noch. Und heute Abend wird es ein bisschen kälter. Und dementsprechend habe ich jetzt ein paar dickere Handschuhe mit. Mein Portemonnaie und alles. Bisschen was zu trinken. Alles hier drin. Wie gesagt, also ein sehr vielfältiges Allround-Bike, Allzweck-Motorrad quasi. Und ja, ich bin da wie gesagt sehr mit zufrieden, aber es soll ja auch kein mag ich nicht Video werden, sondern einfach nur eine Vorstellung. Des Weiteren besitzt dieses Motorrad als eines der wenigen in dieser Preisklasse, glaube ich, LED-Scheinwerfer. Die sehen richtig geil aus als Voll-LED quasi, also sprich Standlicht-LED, dann Abblendlicht-LED und Fernlicht-LED. Genauso wie die Rückleuchten, die sind auch LED. Und die Blinker, die habe ich nachgerüstet, hinten zumindest sind auch LED, vorne noch nicht, weil die Blinker hinten sind eine Katastrophe. Die habe ich mir bestellt bei eBay war es, glaube ich. Ich glaube aber für 15 Euro oder was, und die Dinger sind mir nicht hell genug. Ich habe eigentlich gedacht, E-Prüfzeichen ist E-Prüfzeichen, da kannst du nichts verkehrt machen. Ah, nee, ist nicht so, die billigen Dinger taugen nichts. Aber das ist Lehrgeld, demnächst müssen neue her. Ja, was gibt's sonst noch zu dem Motorrad zu sagen? Ganz schnieke eigentlich. Ich mache es optisch gerne leiden. Fährt sich, wie gesagt, astrein. Ziemlich schwer das Teil. Hat, wie 229 Kilo mit DCT. Ohne DCT wiegt es 219 Kilo. Also 10 Kilo weniger, hat 55 PS, 745 Kubik, genau 745 und 68 Newtonmeter Drehmoment, was recht viel ist für dieses Motorrad in der Leistungsklasse. Ja, Zweizylinderreihe, aber mit diesem Hubzapfenversatz von 200 irgendwas Grad, keine Ahnung, so dass es so ein bisschen die Charakteristik von einem V2 hat. Das kommt auch ungefähr hin. Mein Kumpel mit der SV, das ist ein V2, ein reinrassiger und ja, so eine ähnliche Charakteristik hat dieser Motor hier auch. Ja, vorne eine Scheibenbremse. Leider, ich hätte gerne eine zweite gehabt, aber von der Bremsleistung her ist das in Ordnung. Na klar, rennstreckenmäßig würde ich noch nicht da abgehen, aber so für diese Grandeleien auf der Straße reicht das vollkommen aus. Was ganz geil ist, dass da diese Wave-Musterscheiben drauf sind. Die sehen ein bisschen sportlicher aus. Und hinten genau das gleiche. Ja, die machen schon was her, die Dinger. Genauso wie der Auspuff. Das ist nämlich ein Serien-Euro 4-Schalldämpfer. Ja? Und ich weiß keinen Hersteller, der so einen schicken Euro 4-Schall mit Schalldämpfer hat. Weil die ganzen anderen Dinger, das sind ja Riesentröten. Ja gut, der von der SV, der ist auch noch relativ gängig. Das kann man machen. Aber ich finde diesen hier. Da hat Honda sich selbst übertroffen, also für so einen Serienpott super. Auch vom Klang her in Ordnung, für Euro 4. Richtig geil. Ja, mein Kennzeichenhalter, den habe ich geändert. Da habe ich jetzt einen Halter von Protech dran. eBay habe ich den weggekauft. Sieht auch richtig sportlich aus, weil der Originale, wie bei den meisten Motorrädern, nicht so geil ist, finde ich. Und das macht schon ein bisschen was her mit so einem kurzen Heck. Nicht so schön finde ich die Kastenschwinge, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ist auch normal in dieser Preisklasse. Die meisten Motorräder im Einsteigersegment haben so eine Kastenschwinge, weil es halt am preiswertesten ist, ne? Ja, Stahlgitterrohrrahmen. Und sonst, gibt es sonst noch was zu sagen? Habe ich irgendwas vergessen? Genau, ich kann mal kurz meine Handyhalterung nochmal zeigen.
befindet sich hier und die GoPro, die ist hier befestigt. Ne? Das Tacho habe ich ja schon mal angesprochen, habt ihr auch schon mal gesehen in diesem DCT-Video. Das sieht richtig gut aus, finde ich. Kann man auch so ein paar Spielereien machen, wie seinen Namen da reinschreiben lassen und zur Begrüßung und als Abschied und so. Ist eigentlich ganz geil. Ja gut, die Bereifung kann ich noch erwähnen. Und zwar ist das die Bridgestone Badlegs T30R. Die in der Dimension hinten, lass mich mal kurz überlegen, 160, 60, 17 und vorne 120, 70, 17. Die Reifen sind, ich finde, vollkommen in Ordnung. Teilweise in manchen Testberichten wird es als Holzreifen beschimpft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für meine Verhältnisse, also mich haben sie noch nie im Stich gelassen. Ich finde, die fahren sich super handlich und ja, kann ich eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen. Ich habe jetzt 7000 Kilometer drauf und ich würde sagen, die haben immer noch 3 mm Profil ungefähr. 2,5, 3 mm. Also diese Saison machen sie auf jeden Fall noch mit. Und das ist auch nicht selbstverständlich für so ein Motorrad. Beziehungsweise für so einen Reifen. Und ja. Auf jeden Fall, die kann man. Also ob ich mir jetzt. Ich denke mal, ich werde mir nochmal andere raufziehen, weil ich alleine schon mit neugierig bin und wissen will, wie sich andere Reifen verhalten. Aber sonst kann ich da eigentlich nichts Schlechtes drüber sagen. Ich habe hier noch ein paar Satteltaschenhalter von SW Motec dran. Und zwar habe ich das SW Motec Blaze Koffersystem, also dieses Taschensystem für dieses Motorrad. Das werde ich auch nochmal getrennt vorstellen. Aber falls sich jemand fragt, was das für Klötze da an der Fußraste sind, das sind die Halterungen für die Satteltaschensysteme. Ja, mehr habe ich erstmal über dieses Motorrad nicht zu sagen. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Ich gehe da auf jeden Fall drauf ein, entweder schriftlich oder ich werde es in einem Video mal erwähnen. Und bevor ich es vergesse, momentan kommen jetzt die Videos wöchentlich, wenn ich es schaffe. Das heißt, ich versuche immer jeden Sonntag anzupeilen. Mittwochs schaffe ich nicht mehr, weil allein schon dieses Material mir halt fehlt, weil die Jahreszeit schlechter wird, man kann nicht mehr so oft fahren. Jetzt kommen andere Dinge wieder und kommen ein bisschen mehr Bastelvideos von der Werkstatt oder mit dem Trecker. Das Video vom Trecker ist auch richtig gut angekommen. Und davon werden auch mehr erscheinen jetzt demnächst. Also jetzt erstmal wöchentlich. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und sag bis zum nächsten Mal. Ciao.